Machst du das auch jeden Tag? Dein Gesicht eincremen? Gut, doch das wird dir nicht helfen, dauerhaft jünger auszusehen. Wenn du es satt hast, dich auf teure Kosmetikprodukte zu verlassen und stattdessen eine Methode suchst, um dein Gesicht auf natürliche Art und Weise nachhaltig jünger aussehen zu lassen, wunderbar, denn jetzt erfährst du, worauf es wirklich ankommt. Eine Creme auf das Gesicht aufzutragen und zu hoffen, nachhaltig jünger auszusehen, funktioniert nicht. Nichts, was du äußerlich auftragen kannst, wird dir helfen, nachhaltig jünger auszusehen. Das Gesicht altert, weil ab dem 25. Lebensjahr sich die Muskeln, Eiweiße und Fette im Gesicht verändern. Muskelmasse nimmt ab, das Gesicht wandert förmlich nach unten. So entstehen unbeliebte Nasolabialfalten, hängende Mundwinkel, ein Doppelkinn, Hängebäckchen, Falten unter die Augen, hängende Augenlider. All das ist ganz normal, wenn wir altern. Doch keine Creme der Welt kann dagegen etwas tun. Was wir dagegen tun können, ist das Gesicht zu trainieren. Gesichtsmuskeltraining hilft, die Gesichtsmuskeln aufzubauen. Sie bekommen wieder mehr Volumen, wodurch sich das Gesicht anhebt. Falten werden minimiert und man bekommt wieder schönere Gesichtskonturen. Zusätzlich helfen Gesichtsmassagen, die Muskeln im Gesicht zu durchbluten und auch zu entspannen. So werden zum Beispiel überstrapazierte Muskeln entspannt. Außerdem regen Massagen die Kollagen- und Elastinproduktion an, die im Alter sowieso abnehmen, und die Lymphflüssigkeit wird in Schwung gebracht. Gestaute Lymphflüssigkeit führt zu Schwellungen im Gesicht und dunklen Augenringen. Ich habe ein Gesichts-Yoga-Programm ins Leben gerufen, weil ich weiß, dass das die einzige Methode ist, die einzig natürliche Methode, um dein Gesicht nachhaltig jünger aussehen zu lassen. Botox und Co. kommen für mich nicht in Frage und eine Creme allein hilft leider nicht. Du cremst dir auch nicht jeden Tag den Bauch ein und hoffst, dass daraus ein Sixpack wird. Den Link zu meinem Programm findest du in der Beschreibung.